Guten Morgen. Lass uns noch einmal zusammen beten. Guter Gott, du bist heilig. Und Heiliger Geist, du bist gegenwärtig und wir beten dich an, bitten dich um deine Leitung. Öffnet unser Herz, dass wir deine Worte für uns hören heute Morgen. Amen. Vor ein paar Jahren war ich auf einer kurzen Konferenz in Hannover. 2 Tage, da hat man nicht so viel Gepäck dabei. Und da wir viel sitzen würden, habe ich mir gedacht, reicht wohl ein paar Schuhe aus. Ich hatte sie relativ kurz davor gekauft und merkte schon auf dem Weg vom Bahnhof zum Konferenzhotel Auweia, das war ein Fehler. Denn die Schuhe waren irgendwie härter, als ich dachte, und es drückte irgendwie ganz schon. Als ich dann im Hotel war, merkte ich schon, auweia, da hat sich eine Blase gebildet und es reichten diese kurzen Wege auf, vom Hotelzimmer zum Konferenzraum, irgendwie zum Mittagessen, dass diese Blase aufplatzte und richtig wehtat und blutete und ich hatte echt Schmerzen dabei und wie gesagt, kein anderes Paar Schuhe. Ich habe so gut es geht irgendwie versucht, das zu verstecken. Man möchte ja nicht so blöd durch die Gegend humpeln oder dann irgendwie da schmerzverzerrt mit so einem Gesicht sitzen. Und habe mein Bestes gegeben, das irgendwie zu verstecken, ging dann irgendwie langsamen Schrittes immer überall rum und war froh über die Teile, wo wir sitzen mussten. Ich vermute, der aufmerksame Beobachter hat festgestellt, dass da doch irgendwas mit mir nicht in Ordnung war. Verletzungen, die wir haben, die werden sich immer irgendwie nach außen den Weg bahnen und nach außen sichtbar werden. Wir möchten die häufig einfach verstecken, weil uns das peinlich ist oder weil wir nicht darüber reden wollen. Wir möchten ja stark sein und stark nach außen wirken. Aber die Verletzung ist da und sie wird ihren Weg nach außen finden. Das ist doch nur ein Kratzer, sagen wir so häufig, wenn es uns schlecht geht. Alles gut wird schon wieder. Wir drücken das so weg, möchten nach außen gerne die Fasson wahren. Nicht immer geht es in unserem Leben irgendwie nur um eine Blase am Fuß. Sondern viele Verletzungen betreffen unsere Seele, unseren Körper, unsere Gefühle. Sie zeigen sich innerlich und die brechen dann nach außen durch. Wenn wir heute in der Predigtreihe über Vergebung fortsetzen, möchte ich auf das Thema der Verletzungen eingehen und zeigen, wie Vergebung innere Verletzungen heilen kann. Vor 2 Wochen hat Christian Brühl unsere Predigtreihe begonnen und er hat so einen Überblick über das Thema Vergebung gegeben. Vielleicht erinnert ihr euch an das Gleichnis von dem Schuldner und seiner mangelnden Vergebungsbereitschaft. Weil Christus uns vergeben hat, dürfen wir anderen vergeben. Vergangene Woche hatten wir dann einen Gastprediger, Christian Geis, hat über den Aspekt der Versöhnung gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht an seine bildhafte Erzählung von dem Beamten aus Ägypten. Dem Außenseiter, dem Ausgestoßenen, den Gott trotzdem angenommen hat und wo Versöhnung zwischen ihm und Gott passiert ist. Gott nimmt uns an in unserer Schuldhaftigkeit, in unserer Verletzung. Und ich möchte heute in dieser Predigtreihe fortsetzen und über den Zusammenhang von Verletzung und Vergebung sprechen. Und vor allem als wichtigsten Aspekt, wie kann Vergebung uns den Weg in die Freiheit bahnen. Als Predigttext habe ich 2 Ausschnitte aus dem Hebräerbrief gewählt und ich lese sie nach der Luther-Übersetzung. In den Versen, die diesem Text vorausgehen, schreibt der Autor dieses Briefes über viele Figuren im Alten Testament und wie ihr Glaube vorbildlich war für unser Leben. Und ich lese uns aus Hebräer 12 die Verse 1 bis 3 und dann die Verse 12 bis 15. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Und weiter mit den Versen 12 bis 15. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde.
Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Der Hebräerbrief liest sich für uns heute manchmal etwas schwierig. Und das liegt vor allem daran, dass er für eine Leserschaft bestimmt war, die damals direkt aus dem jüdischen Kontext stammte. Der Hebräerbrief knüpft an das an, was allen Juden damals sehr vertraut war. Gottes Gesetze, die Opferrituale, der Tempel, eine geregelte Gottesdienstordnung. Und in diesem Brief entfaltet dann der Autor vom Alten Testament herkommend, dass in Jesus Christus der alte Bund erfüllt ist und dass Jesus Christus die zentrale Figur ist, an der sich unser Glaube festmacht. Jesus selbst ist das vollkommene Opfer und hat alles im Alten Testament erfüllt. Und er steht höher als alle Glaubenshelden, die in diesem Brief so genannt wird. Und damit komme ich zu einem ersten Punkt in dieser Auslegung zu diesem Text. Und das ist eine wichtige Denkvoraussetzung für all das, was ich mit euch im Laufe dieser Predigt noch durchsprechen möchte. Die Grundvoraussetzung ist, dass Christus der Anfänger und Vollender von allem ist. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Vor einigen Wochen fand ja der Berlin-Marathon statt und unser Großer, der Leo, ist den Mini-Marathon mit einigen Klassenkameraden mitgelaufen und hat das gut gemacht. Ich selbst bin so absolut kein Läufer und habe größten Respekt davor, wo Menschen nicht nur irgendwie 3, 4, 5 Kilometer laufen, sondern vielleicht sogar ganze 42 und das schaffen. Ich bin eher so jemand, dem geht die Puste und viel mehr vorher auch schon die Motivation viel eher flöten. Also kann ich diesen Kampf, der so in diesem Bild des Laufens beschrieben wird, sehr gut nachvollziehen. Der Autor des Hebräerbriefs, und wir kennen das von Paulus genauso, die beschreiben so einen sportlichen Lauf als Metapher für unser Leben. Wir müssen durchhalten, kämpfen, weitermachen, nicht aufgeben, das Ziel erreichen. Aber dann gibt es eben diese Blase am Fuß, die schmerzt und die uns aufhält. Wir haben keine Kraft mehr. Die letzten 2 Jahre haben uns gezeigt, wie schnell wir mit unserer persönlichen Kraft an die Grenzen kommen. Corona, Krankheit, Krieg, finanzielle Herausforderungen und in all dem natürlich auch unser innerer Zustand, der durch all das leidet und kraftlos wird. Und wir hatten gerade bei den prophetischen Eindrücken dieses wunderbaren Bildes von der Person, die buchstäblich im Dreck liegt und keine Kraft mehr hat, aufzustehen. Und ich finde, das passt wunderbar. Denn wie gerade gesagt wurde, dass Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, kommt, mit Heilung und Liebe und Wärme und die Person aufrichtet, so ist das genau die Denkvoraussetzung, die wir hier im Hebräerbrief entfaltet haben. Christus ist derjenige, der kommt als Anfänger und Vollender. Die große Denkvoraussetzung in all dem ist, dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft heraus handeln und aufstehen, sondern dass Christus in uns diese Kraft bewirkt. In unserer körperlichen Not, in unserer seelischen Not. Jesus selbst hat diesen Lauf für uns beendet, alles ertragen. Wir können unser Leben aus Gottes Kraft gestalten. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wenn wir heute über Verletzungen sprechen, über Vergebung, über manchmal unzumutbare Schritte im Glauben, dann möchte ich euch zusprechen. Du sollst und musst es nicht aus eigener Kraft tun, sondern aus der Kraft Gottes, aus der Auferstehungskraft von Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens heraus. Und das gilt insbesondere für das Thema Vergebung. Weil Christus ans Kreuz ging, können wir Vergebung empfangen. Weil Christus uns vergeben hat, können wir anderen Vergebung gewähren. Lasst uns noch einmal auf den zweiten Abschnitt aus Hebräer 12 schauen, unter genau dieser Voraussetzung. Darum, und das ist so wie dieses Aufstehen aus dem Matsch, darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heilung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade verpasse,
versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Ein zweites möchte ich euch mitgeben aus diesem Predigttext: Gottes Ziel mit uns. Unser Lebenslauf ist oft eben nicht leicht. Und in den Versen, die zwischen diesem ersten Abschnitt, den wir gelesen haben, und diesem Abschnitt gerade passiert, stehen viele Dinge, die ich jetzt ausgelassen habe, aber die zeigen, unser Leben ist nicht leicht. Aber Christus, als er hier auf der Erde war, hat noch viel schlimmere Dinge erleiden müssen. Er ist derjenige, der uns vorweggegangen ist. Das soll unser Erleben von Leid, von Problemen, von Schmerz, Verletzung und Herausforderung nicht kleiner machen, sondern es macht Gottes Gnade größer, es macht Jesu Gnade größer, weil er all das, was du erlebt hast, mitgetragen hat. Gottes Gnade ist größer. Und weil eben Christus derjenige ist, der mehr ertragen hat und alles freiwillig, ohne Schuld ans Kreuz gebracht hat, können wir uns eben aufmachen und diese Schritte tun. Jesus selbst hebt uns aus dem Staub, aus dem Schlamm. Gott möchte, dass wir durch seine Kraft weitermachen und gesund werden. Körperlich, aber auch seelisch. Gottes Wunsch ist es, dass wir Menschen sind, die den Frieden suchen. Ich habe die letzten 5 Jahre an einer Grundschule gearbeitet und gesehen, wie schwierig es sein kann, schon Kindern beizubringen, den Frieden zu suchen. Wir setzen so gerne immer noch einen drauf. Der hat aber angefangen. Die hat mich aber zuerst angemeckert. Und das setzt sich sofort. Als Erwachsene haben wir das nicht sofort abgelegt, schön wär's. Sondern in uns drängt es immer nachzutragen, noch einen draufzusetzen. Wir hängen so gern irgendwie an dem Ärger oder an der Abfälligkeit. Und wir würden nur allzu gern immer wieder, ob das jetzt verbal oder sogar körperlich ist, gerne zurücktreten. Wie viel Gnade verpassen wir wohl, wenn wir am Unfrieden festhalten? Der Autor des Hebräerbriefs mahnt, dass wir aufmerksam sein sollen. Seht darauf, dass nicht eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Was steckt hinter diesem Begriff der bitteren Wurzel? Auch diejenigen von euch, die vielleicht keinen Garten haben, verstehen das Bild davon, von einer bitteren Wurzel. Wir verbinden häufig eher sowas wie Unkraut damit. Etwas Unerwünschtes bricht immer wieder durch, wenn es nur an der Oberfläche entfernt wird. Wir kennen das vielleicht, wenn eine Distel irgendwie nur abgeschnitten wird am Stiel, wird sie immer wieder austreiben. Die Zahnschmerzen werden immer wieder kommen, wenn die entzündete Wurzel nicht behandelt wird. Dein Leitungswasser wird immer verschmutzt bleiben, wenn die kaputte oder verrostete Leitung nicht repariert wird. Und so ein schmutziges Wasser, wenn ihr euch das mal vorstellt, schön rostig, rot, dreckig anzusehen, ist vielleicht ein gutes Bild für das, was mit dieser bitteren Wurzel gemeint ist. Wer solches Wasser trinkt, schadet sich und anderen und es wird bitter oder schlecht schmecken. Das ist eine gute Erklärung dafür, dass das Ergebnis davon nicht nur uns selbst schadet, sondern auch allen anderen. Es gibt im Wort Gottes ein paar geistliche Prinzipien, denen unser Leben unterworfen ist. Ob wir jetzt an die Prinzipien glauben oder nicht, ob wir an Gott glauben oder nicht, die sind da. Aus Galater 6, Vers 7 zum Beispiel: Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Oder aus Matthäus 7, wo wir andere richten, werden sie in gleicher Art gerichtet. Säen und ernten, richten, gerichtet werden. Bitterkeit fällt auf uns zurück. Und damit nähern wir uns so dem Kern von heute: Verletzung und Vergebung. Verletzungen, die andere uns zufügen, aus welchen Gründen auch immer, fallen nach diesen Prinzipien auf uns zurück. Urteile, die wir über andere gefällt haben, aus welchen Gründen auch immer, fallen nach diesem Prinzip wieder auf uns zurück. Eine bittere Wurzel ist das Festhalten an Sünde oder das Festhalten an dem, was diese Sünde mit mir gemacht hat und welches Verhalten es in mir bewirkt. Eine bittere Wurzel ist auch mein Verhalten, das daraus resultiert, dass jemand anders mich verletzt hat. Ich nenne euch mal 2 Beispiele, die einem in der Seelsorge sehr häufig begegnen. Wo Kinder vielleicht einen Vater erlebt haben, der alkoholsüchtig oder gewalttätig ist, erwächst die Haltung,
dass man sich sowieso nicht auf Väter oder Männer verlassen kann. Und diese Person wird wahrscheinlich Männer oder Autoritätspersonen nicht achten und immer alles alleine machen wollen. Wird vielleicht abfällig reden. Wenn Kinder vielleicht eine Mutter erlebt haben, die immer alles unter ihrer Kontrolle hat, erwächst die Haltung, dass Frauen oder Mütter manipulativ seien. Und diese Person wird Frauen abfällig behandeln und über sie reden. Das, was die Person an sich erfahren hat, kehrt sich um und fällt auf sie zurück. Und die Bereiche, in denen wir Verletzungen erfahren können und die uns dann vor die Herausforderung stellen, sowohl mit der Verletzung, mit der Wunde, mit dem Schmerz selbst zurechtzukommen, als auch mit unseren Verhaltensweisen, die daraus sich ergeben, die sind vielfältig. Und die passieren ja häufig da, wo wir andere Menschen ganz nah an uns heranlassen. Das ist die Familie, das sind Freundschaften, das sind Beziehungen, das ist die Arbeit, auf der wir eng mit anderen zusammenarbeiten müssen, das ist die Nachbarschaft, die Menschen, mit denen wir in der Umgebung leben. Das ist aber auch oft die Gemeinde selbst, Gottes Familie. Die Vorbereitung auf diese Predigt war in der Hinsicht anstrengend, weil mir in der letzten Woche in der Vorbereitung viele Personen und Situationen vor die Augen wieder gekommen sind, bei denen ich selbst Verletzungen erlebt habe und bei denen ich unterschiedlich weit in meiner Verarbeitung und Vergebung gekommen bin. Und wahrscheinlich geht es euch dabei ähnlich. Und ich habe mir gedacht, ich sag euch eine kurze und sehr unvollständige Liste von Situationen aus meinem Leben. Viele wissen noch, dass vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr bei uns eingebrochen wurde. Und immer noch, wenn wir nach ein paar Tagen unterwegs waren und wir nach Hause kommen, ist bei mir so dieses leichte Gefühl der Unsicherheit da, ob wir noch nach Hause zurückkehren und noch alles irgendwie so ist, wie wir es verlassen haben, oder ob jemand da war. Manchmal stelle ich mir vor, dass ich diesen Einbrecher erwischt hätte. Und in meinem Kopfkino ist das denn so ein bisschen wie bei Kevin allein zu Hause. Das Bügeleisen auf dem Kopf und möge der Türgriff glühen und ich ziehe ihm noch die Bratpfanne über. Das klingt irgendwie immer lustig, aber letztendlich zeigt es ja nur, dass es in meinem Herzen noch nicht ganz aufgearbeitet ist. Unvergebenheit, Unfrieden, da ist noch was nicht ganz klar. In einem Arbeitsverhältnis bei mir hatte ein Vorgesetzter immer alle Erfolge für sich verbucht. Obwohl das oft Teamleistung war oder meine Leistung. Bei Misserfolgen war es genau andersrum. Da war es dann entweder des Teams Schuld oder meine Schuld. Ich konnte das ablegen und dieser Person wieder begegnen. Ich konnte es verarbeiten, weil Gott gnädig ist. In einem anderen Arbeitsverhältnis habe ich sogar sowas wie Mobbing und Betrug erlebt. Daraus resultierten bei mir ganz lange schlechte Gedanken und Worte über die beteiligten Personen. Einmal hat Gott mir gezeigt, wie verletzlich diese Personen selbst sind. Und das hat mir geholfen, irgendwie auf mein eigenes Herz zu schauen und auf mein Reden über diese Menschen. Und durch Gottes Gnade ist hier schon ganz viel passiert. Einen Kaffee trinken möchte ich mit den Personen trotzdem noch nicht. Von früheren geistlichen Leitern hatte ich schon Situationen erlebt, wo sehr, sehr viel mir gegenüber erwartet wurde, über meine Kraft hinaus. Und auch hier musste ich lange daran arbeiten, wie denke ich über die Situation, wie denke ich über die Person. Durch Gottes Gnade ist hier viel passiert und Vergebung wurde ausgesprochen. Und geblieben ist trotzdem so ein Funke an Skepsis gegenüber geistlicher Leiterschaft. Eine frühere Beziehung ging unverhofft in die Brüche. Wir waren verlobt und machten schon Hochzeitspläne. Dann war alles vorbei. Durch Gottes Gnade habe ich ganz viel abgeben, vergeben können. Aber ich weiß, dass es bei vielen, vielen Menschen keine Selbstverständlichkeit ist und dass dort die größten Verletzungen passieren. Als Teenie kann ich mich noch gut daran erinnern, meine Eltern erlaubten meinem Bruder, der jünger ist als ich, und mir unterschiedlich lang abends und am Wochenende unterwegs zu sein. Und bei mir war es immer alles schwierig und ich musste es durchkämpfen und durfte am Wochenende nicht so lang wegbleiben. Und bei meinem kleineren Bruder war es dann kein Problem mehr. Und ich habe gemerkt, das macht was mit mir. Die Älteren hier unter uns, die werden sowas kennen. Das macht was mit mir. Ich bin neidisch auf meinen Bruder, warum ging das alles bei ihm so locker? Und ich war ärgerlich auf meine Eltern. Ich habe gemerkt, das ist nicht in Ordnung.
Ich konnte das bei Gott abgeben, ich konnte den Neid abgeben oder das Ärgernis über die Entscheidung meiner Eltern damals. Und ihr merkt, diese Liste könnte noch länger und länger und länger fortgesetzt werden. Und ich möchte euch einfach mal unterstellen, ihr habt auch Situationen vor Augen oder könntet in ruhiger Stunde eine ähnliche Liste machen. Wir kommen nicht unverletzt durch das Leben. Die Frage ist daher eher, wie gehen wir damit um? Geht Schritte, sagt uns der Autor des Hebräerbriefs, sucht Frieden. Seht darauf, dass nicht eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Der Ankerpunkt dabei ist eben nicht unsere eigene Kraft. Unsere eigene Kraft, die Bibel bringt anderes hervor. Unsere eigene Kraft möchte Vergeltung und Rache. Unsere eigene Kraft reicht vielleicht zu Flucht oder zu Angst. Oder unsere eigene Kraft reicht für Selbstmitleid und wir baden darin. Der Ankerpunkt ist die Kraft Jesu Christi. Einen dritten Punkt möchte ich euch mitgeben. Durch Christus können wir in die Freiheit kommen. Am Kreuz ist so viel passiert. Am Kreuz hat Christus sowohl deinen Schmerz und deine Verletzung getragen, aber auch das, was daraus passiert, bei dir in deinem Herzen und was dann nach außen dringt. Christus hat aber auch die Schuld der Person getragen, die dich verletzt hat. Wir stellen uns in diesen geistlichen Prozessen auf Gottes Wort. Matthäus 11, 28 und 29, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und wir stellen uns auf ein anderes Wort von Jesus Christus, Johannes 8, 31 und 32. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so werdet ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Ein wesentlicher Schritt in diese Freiheit hinein, da glaube ich ganz fest daran, das ist die Vergebung. Wie kann das aussehen? Wir folgen dem Beispiel von Jesus Christus. Wir folgen seinem Beispiel aus seiner Kraft heraus, nicht aus unserer eigenen. Dadurch nur können wir den inneren Abstand und die Stärke gewinnen, Schritte in diese Freiheit zu gehen. Und das ist bei weitem keine emotionale Entscheidung. Man fühlt sich nicht so voller Vergebung. Das kennen wir von anderen Gefühlen. Man ist vielleicht voller Liebe für eine Person. Oder man ist gerade voller Freude oder irgendwie voller Humor, voller Leichtigkeit. Aber mir ist noch kein Mensch begegnet, der mal gesagt hat, ah, Michael, ich bin heute so voller Vergebung. Und Vergebung an alle. Das kenne ich auch von mir nicht. Ich glaube, diese Vergebungsbereitschaft ist eine zutiefst rationale Entscheidung und das Gefühl folgt irgendwann darauf. Vergebung ist eine Entscheidung unseres Willens und wir folgen auch im Gehorsam auf Christus. Wir folgen Jesus und seiner Kraft, aus seiner Kraft. Bevor Jesus ans Kreuz ging, war er zum Gebet im Garten Gethsemane. Und tatsächlich war es dort für ihn auch keine leichte Zeit. Wir haben vielleicht die Bilder vor Augen, wo er unter Tränen, unter körperlicher Anstrengung dort sitzt und betet und ringt mit seiner Berufung und dem bevorstehenden Tod und der Auferstehung. Das war mühsam. Aber es war auch vollkommener Gehorsam. Nicht das, was ich will, sondern was du willst. Gehorsam, der den Weg ans Kreuz geebnet hat. Und ich glaube, dass wenn wir uns diese bitteren Wurzeln in unserem Leben anschauen, das genauso bedeutet, dass wir an die Tiefen von uns selbst hineinkommen müssen. Wenn man Unkraut gründlich entfernen will, dann muss man die ganze Wurzel mit hinausziehen. Wenn sauberes Wasser fließen soll, weil die Leitungen kaputt oder verunreinigt sind, dann müssen wir die Mauern aufreißen und neue Leitungen legen. Und das geht nicht ohne Schmutz und ohne Arbeit und ohne Dreck. Ich möchte mit euch konkrete Schritte gehen. Und
Ich habe eben gerade noch so den Gedanken gehabt, manchmal sagen wir, das ist vielleicht gerade nicht für mich, oder ich hatte auch noch in der Vorbereitung gerade im Lobpreis den Gedanken, manchmal denkt man, ach, das passt jetzt nicht. Ich habe überhaupt keinen Zugriff auf diese Person, die mich verletzt hat, mehr, weil sie entweder schon verstorben ist oder wir gar keinen Kontakt mehr haben. Aber ich möchte euch sagen, das ist völlig egal bei dem, was wir jetzt vorhaben. Selbst wenn du dieser Person nie wieder begegnest oder nicht mehr mit ihr sprechen kannst, das, was ich heute noch mit euch ansprechen möchte, funktioniert auch da. Also du bist nicht zu jung, um mitzugehen, und du bist aber auch nicht zu alt. Wie können wir jetzt ran an diese bittere Wurzel? Wir gehen, wie Jesus in Gethsemane, ins Gebet vor Gott. Allein, mit einer Person unseres Vertrauens, mit einer Seelsorgerin, mit einem Seelsorger. Die Situation, in der du Verletzungen erlebt hast, der Schmerz, das legen wir bei Gott ab. Gott ist dabei gewesen. Er fand es nicht gut. Er fühlt deinen Schmerz mit. Dafür ist er mit ans Kreuz gegangen. Wir haben einen mitfühlenden, barmherzigen Christus. Und wir bitten Gott, dass er genau diese Verletzung heilt. Gott ist unser Arzt. Aber wir gehen auch einen Schritt weiter. Wir gucken nicht auf uns, sondern wir gucken auch auf die Person, die uns verletzt hat. Wir legen Gott unser Fehlverhalten hin, das daraus entstanden ist. Es kommen also von der anderen Person zu uns, und das geht wieder nach draußen. Was hat das mit dir gemacht? Wo bist du bitter geworden? Wo redest du schlecht über diese Person? Wo trittst du zurück? Wo bist du die Person, die keinen Frieden sucht? Man könnte hier noch weitergehen und tatsächlich von Vergebung zu Versöhnung gehen, aber da möchte ich heute den Fokus nicht drauf legen. Aber wer innerlich bereit ist, hier noch weiter zu machen, Jesus selbst beauftragt uns, für unsere Feinde zu beten und sie zu segnen. In seiner Kraft können wir das heraus tun, jetzt oder später, und die Menschen segnen, die an uns schuldig geworden sind. Die Denkvoraussetzung dabei ist immer, und da wiederhole ich mich, dass dies in Christus passiert und aus seiner Kraft heraus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, nicht aus deiner eigenen Kraft. Hab dieses Bild vor Augen aus dem prophetischen Eindruck. Jesus selbst, die Sonne der Gerechtigkeit mit Heil unter ihren Flügeln, ist bei dir, richtet dich auf und erlaubt dir, diese Schritte zu tun. Bevor wir das Ganze einmal ganz praktisch werden lassen, auch hier in diesem Gottesdienst, möchte ich noch kurz zusammenfassen. Wir kommen nicht ohne Verletzungen durch unser Leben durch. Wir stolpern, wir humpeln, mit einer blutenden Blase am Fuß vielleicht. Aber Gott möchte, dass dein Lebenslauf gelingt. Und deshalb ist Jesus Christus gekommen, um mit unserer Schuld und unserer Last den Lauf zu vollenden. Das hat er vorgemacht am Kreuz und in der Auferstehung. Aus dieser Auferstehungskraft kannst du dein Leben gestalten. Aus dieser Kraft können wir uns eben aufmachen, Schritte gehen, den Frieden suchen, Vergebung erfahren und Vergebung gewähren. Jesus Christus ist Anfänger und Vollender. Aus seiner Kraft können diese bitteren Wurzeln in unserem Leben ausgerissen werden, und wir können Gottes Gnade erfahren und gesund werden. Das ist meine feste Überzeugung. Ich möchte euch die Gelegenheit geben, tatsächlich mit einem persönlichen Gebet zu reagieren. Und ich lade für diese Zeit des Gebets schon mal das Lobpreisteam ein, nach vorne zu kommen. Ich bin sicher, dass ihr, ähnlich wahrscheinlich wie ich in der Vorbereitung, Menschen oder Personen, Situationen vor Augen habt oder vor Augen hattet. Und vielleicht ist es gut zu wissen, fang vielleicht nicht mit allem an, was dir jetzt vor Augen gekommen ist, sondern starte mit einer konkreten Person oder einer konkreten Situation. Vielleicht nimmst du auch nicht das, wo du denkst, oh, das ist jetzt das Größte und Schwerste und alles in mir wehrt sich, sondern schau mit Gottes Geist vielleicht auf eine Situation, wo du sagst, ja, da bin ich jetzt bereit, nächste Schritte zu gehen. Und ich möchte euch die Gelegenheit geben,
eure Gedanken und Gefühle zu dieser Predigt, zu diesen Worten vor Gott zu bringen. Dazu könnt ihr bei euch am Platz in der Stille beten. Und gleichzeitig möchte ich aber von hier vorne ein paar Gebetsimpulse euch mitgeben. Und wer jetzt oder im Anschluss an den Gottesdienst dazu die Hilfe des Gebetsteams ins Anspruch nehmen möchte, die Personen sind hier nachher am Kreuz dazu bereit. Ich lade euch ein, einfach schon mal aufzustehen, dann wird man innerlich noch einmal wach. Und zu beten. Hört auf Gott, auf seinen Geist. Wir beten. Jesus, ich lobe dich und ich preise dich, dass du Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Du kennst unseren Schmerz, du kennst unsere Verletzungen, du kennst unsere Bitterheit, du kennst unsere Schuld. All das ist bei dir ans Kreuz gegangen und ich lobe und preise dich dafür, dass du Weg, Wahrheit und Leben bist für uns. Und wenn es Personen gibt, die uns verletzt haben oder Situationen, die in uns Schmerz verursacht haben, Verletzung, Bitterkeit, so lade ich euch ein, diese Situation, diese eine Person jetzt innerlich im Gebet vor Gott zu bringen. Jesus, in genau dieser Situation warst du da. Das ist Teil davon, weswegen du ans Kreuz gegangen bist. Diesen Schmerz und diese Verletzung hast du mit ans Kreuz genommen und ich danke dir dafür. Und du darfst Gott um Heilung bitten. Die Bibel sagt uns, dass Gott unser Arzt ist. Für unsere Verletzungen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass Heil und Heilung an deinem Kreuz zu finden ist und dort, wo hier Personen und Situationen vor Augen stehen, sprechen wir deine Heilung aus. Berühre du die Herzen, zeige deine Gegenwart, zeige dein Mitgefühl und deine Barmherzigkeit und heile du. Und du darfst aus Gottes Kraft heraus bekennen, wo du auf dieser Verletzung heraus schuldig geworden bist an anderen, wo vielleicht Bitterkeit, Zorn oder Vergeltungsgedanken oder konkrete Taten sich angeschlossen haben. Du kannst das vor Gott bekennen. Auch das ist ans Kreuz gegangen. Jesus hat vergeben. Und Jesus, wir bekennen dir die Schuld, dort wo wir schuldig geworden sind. Bringen auch das an dein Kreuz. Auch dafür hast du gelitten, du trugst all unsere Verfehlungen an deinem Kreuz. Wir sprechen Vergebung aus, wo wir dazu schon fähig sind, über die Menschen, die uns verletzt haben. Jesus, ich vergebe. Und dann kannst du im Herzen diese Person einfügen, die dich verletzt hat. Jesus, aus deiner Kraft vergebe ich dieser Person, wo sie schuldig geworden ist an mir. Es ist deswegen nicht gut, aber ich vergebe aus deiner Kraft heraus. Auch dafür bist du ans Kreuz gegangen. Und wer diesen Schritt schon gehen möchte, kann die Person auch segnen. Jesus, aus deiner Kraft heraus spreche ich das Gute, was von dir kommt, den Segen dieser Person zu. Segen mit deiner Kraft, mit deinem Geist, dass das Gute, was du am Kreuz erwirkt hast, für uns auch auf diese Person kommt. Jesus, ich danke dir, dass deine Heilung hier ist. Jesus, ich danke dir, dass deine Vergebung hier ist.
Und wo ihr vielleicht innerlich um Vergebung gebeten habt, so möchte ich euch auch nochmal zusprechen. Jesu, Vergebung ist für dich da. Wo wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt uns alle Ungerechtigkeit. Jesus, wir preisen dich und wir loben dich für das, was du am Kreuz bewirkt hast. Wir tauschen unseren Schmerz und unsere Bitterkeit, unsere Schuld ein gegen deinen Segen, gegen deine Freude, gegen deine Liebe, gegen deine Barmherzigkeit. Danke, Jesus. Wir loben und preisen dich. Dich erheben wir. Amen.